Da der Alltag eines Studierenden vor allem in der Sommerzeit stressig und unangenehm sein kann, gönnen sich viele ein gefrorenes Süß. Es ist unbedingt darauf zu achten, das passende Kleingeld mit sich zu führen. Vergewissern Sie sich also, genügend Münzen bei sich zu tragen. Der Kauf. Die Auswahl sollte vor dem Kauf schon festgelegt sein. Es gibt schließlich nichts Schlimmeres als einen Unentschlossenen, der die Schlange aufhält und sich den Hass der Wartenden zuzieht und am Ende eine schlichte Kugel Vanille bestellt. Die schnelle und sichere Wahl der Eissorte verkürzt den zeitlichen Ablauf der Transaktion. Überreichen Sie mit Ihrer Nutzhand das vorher abgezählte Kleingeld und ergreifen Sie mit der gleichen die Eistüte. Der Verzehr. Beim Verzehr ist es wichtig, auf den richtigen Winkel zu achten. Diese sind unabdingbar, um den höchstmöglichen Eisgenuss zu erlangen. Bei einer senkrechten Haltung könnte es zu Problemen beim Verzehr der Süßspeise kommen. Die optimalen Winkel zum Verzehr liegen zwischen 5 und 9 Grad. Durch eine leicht nach unten drehende Handbewegung lässt sich das Eis am besten verzehren. Das Taschentuch. Taschentücher sind unumgänglich bei einem Besuch in der Eisdiele. Sollte das Eis während des Verzehrs seinen Aggregatzustand von fest auf flüssig verändern, ist es stets ratsam, ein Taschentuch zur Hand zu haben. Mit Hilfe des Taschentuchs lassen sich kleine Missgeschicke gut vertuschen. Man kann mit dem Verzehr unbekümmert fortfahren. Die Waffel. Das Ergreifen der Waffel erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl, da der essbare Halter bei zu festem Druck nachgibt und der Inhalt sich über Ihre Hand verteilen kann. Wenn die Eiskugel bis zum Waffelrand runtergeleckt wurde, wird dieser mit den Schneidezähnen rundherum im Uhrzeigersinn in kleinen Stücken abgekaut, sodass im Zentrum wieder das Eis freigelegt wird und man mit dem Verzehr fortfahren kann. Versichern Sie sich also, dass Sie alle nötigen Gegenstände wie Taschentücher und Kleingeld mit sich führen. Nun steht einem pannenfreien Eisvergnügen nichts mehr im Wege.